Jo, ich bin Max, 17 Jahre alt und ich habe diesen YouTube-Account bis vor einem halben Jahr mit Memes und ab und zu Montagen gefüttert. Füttert Monkaw. Wahrscheinlich kennt ihr meine Stimme noch nicht wirklich oder zumindest habt ihr sie nicht mehr so im Hinterkopf gehabt. Aber ich würde einfach gerne mal kurz ein Statement dazu abgeben, warum ich hier nichts mehr mache und ja, über das allgemeine Geschehen. Let's go. Ja, zumindest hat das damals vor einem halben Jahr angefangen, so. Vielleicht sind alle gerade ein bisschen random, dass ich hier einfach so random auf losgehe, obwohl ich noch nie meine Stimme gehabt habe, aber das vielleicht interessiert es den einen oder anderen doch. Ja, zumindest größtenteils Memes hochgeladen, die ich teilweise von den Instagram hatte, die ich auf Instagram hochgeladen habe und dann wieder auf YouTube und so weiter, und das lief auch eigentlich auch echt ganz gut. Dann habe ich irgendwann mit Montagen angefangen, also die waren echt scheiße, so lag auch teilweise an meinem Laptop. Inzwischen habe ich einen PC und echt ganz gute Möglichkeiten, da was Besseres draus zu machen. Aber ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, dass mich so Montagen nicht catchen, weil ich das nicht so gut kann, und Memes einfach mit der Zeit ein bisschen low werden, so dass ich da nicht mehr so Lust drauf hatte. Deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, jo, es ist jetzt Sommer und ich will nicht mal jeden Tag wie ein paar Stunden hier sitzen und jeden Tag irgendwie ein paar Memes raussuchen. Aber zumindest habe ich da einfach keinen Bock mehr drauf. Habe dann den Kanal stillgelegt, ab und zu noch was hochgeladen, bis vor 2 Monaten noch, und dann halt gar nichts mehr. Naja, auf jeden Fall, nachdem ich den Kanal stillgelegt hatte, hatte ich immer noch die Lust, irgendwie gute Videos zu machen, aber ich hatte halt mit meinem damaligen Laptop halt nicht die Möglichkeit dazu, Quality Content so zu schneiden, und man hat meine Videos ja auch gesehen. Also habe ich erstmal gar nichts gemacht, was mich ein bisschen getriggert hat, weil ich echt gerne mich selbst präsentiert hätte. Also habe ich dann, als ich meinen PC mir geholt habe, vor circa einem Monat angefangen mit richtigen YouTube-Videos, also YouTube-Videos, mit denen ich auch zufrieden war. So, wo ich dann einfach so, wie es eine Storytime gemacht habe oder so, oder eine Montage, so eine Real-Life-Montage mit mir zu tun, wo ich irgendein Spiel gespielt habe oder so, das kurz geschnitten habe. Ein Gewinnspiel habe ich auch gemacht, mit wo ich Links ausgecheckt habe. Zumindest habe ich echt Spaß dran gefunden und dachte mir gestern Abend, yo, du hast hier noch den Account Mr. Meme hier. Dachte ich mir so, ja, es ist eigentlich schon schade, dass ich den so still liegen musste, weil das jetzt halt so mein erster Account ist, den ich je gemacht habe. Eigentlich voll scheiße ist, dass ich da keine Videos mehr mache. Dachte mir dann heute Morgen, yo, wie wär's denn, wenn du mal ausprobierst, hier Videos wieder hochzuladen, also wie du sie jetzt auf dem neuen Kanal hochlädst, damit du halt einfach den ersten Account quasi auch als deinen einzigen Account quasi handhaben kannst. Ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass ich das safe durchziehe, weil ich bestimmt auch einige ausländische Zuschauer habe, weil ich ja nur Memes hochgeladen habe. Hatte zumindest geplant, dass ich in nächster Zeit ein paar Videos hier hochladen werde und vielleicht einfach sagen würde, yo, ich mache zwar auch noch auf Muzzle-Phase weiter Videos, damit ich jetzt nicht im Video verliere. Aber ich will mal gucken, wie das dann da so läuft. Ob ich dazu bist, dachte ich mir, wie wär's denn, wenn du jetzt einfach mal auf deinem Mr. Meme-Account weiter Videos hochlädst, weil ich das Feeling nicer finde, einfach auf dem ersten Account straight Videos durchzuziehen. Später sagen zu können, also nur für die Theorie, ich meine, angenommen, ich wäre irgendwann mal groß, einfach dann irgendwann sagen zu können, yo, das ist mein einziger Account und auf dem habe ich dann quasi durchgezogen. Also, das ist mein erster Account und auch mein erfolgreichstes quasi zu sagen zu können. Das fand ich einfach ganz vielleicht verwirrt an, aber ich fand das halt Feeling einfach nice, das sagen zu können vielleicht irgendwann, oder? Das fand ich einfach nicer so. Deswegen dachte ich mir, yo, guck mal, ob das vielleicht funktioniert hier, wenn du auf Mr. Meme weiter hochlädst. Aber ich hoffe mal, dass es bei den Deutschen und bei den Deutschsprachigen bei euch gut ankommt. Vielleicht ja auch immer hier reinschreibt, ob ihr da Lust drauf habt. Ich werde auch weiterhin Memes hochladen, also so, aber dann ein bisschen selbst, mehr selbstgeschnittene, aber auch nicht, und nicht mehr so oft auch, by the way. Sonst werde ich halt so Content über mich hochladen. Ich werde auch direkt wahrscheinlich nach diesem Video einen Tag später nochmal ein anderes Video hochladen, wo ich ungefähr zeigen würde, wie mein Schnittstil dann ungefähr sein wird, so wenn ich jetzt halt so Montagen schneide. Finde ich persönlich eigentlich ganz nice geworden, habe auch eigentlich ganz gutes Feedback dafür bekommen, aber ihr werdet es dann sehen, ob ihr es gut findet oder nicht. Ich werde jetzt meinen anderen Kanal auch mal in der Beschreibung verlinken, könnt ihr auch mal auschecken, da habe ich sonst noch viel mehr Videos hochgeladen, ich glaube insgesamt 50 oder so. Und genau, wie gesagt, das wird es soweit gewesen sein. Dann checkt, wie gesagt, gerne noch meinen anderen Kanal aus, um mal meine Videos anzugucken, wenn ihr da Lust drauf habt. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Wiederschauen und reingehauen.